Paola Maria passt auch 4 Jahre, 2 Schwangerschaften und 40 Kilo später noch in ihre Hochzeitskleider. Im Februar 2017 heiratet die YouTuberin ihren Göttergarten Sascha Koslowski in Las Vegas. Im August folgt auf die wilde Partyhochzeit dann noch eine klassischere Trauung auf Sizilien. Inzwischen sind die beiden stolze Zweifacheltern. 2018 bekommt Paola Sohnemann Leonardo und 2020 Nesthäkchen Alessandro. Das hinterlässt natürlich Spuren an ihrem Körper. Wie die Webbeauty im Nachhinein enthüllt, nimmt sie in beiden Schwangerschaften ca. 20 Kilo zu. Doch die insgesamt 40 Kilo wird die 27-Jährige inzwischen wieder los. Weswegen sie jetzt neugierig wird, passt sie eigentlich noch in ihre alten Hochzeitskleider? In ihrem neuesten YouTube-Video macht Paola den Test. Willst du ihn anprobieren? Aber ich glaube, ich passe nicht rein und die Enttäuschung ist so groß. Oh, Baby! Tatsächlich sind Paolas Sorgen unbegründet. Die Freude ist dafür umso größer. Hey! Mashallah! Lass heiraten! Ich passe rein! Das Dress von der Las Vegas-Sause passt noch wie angegossen. Also setzt Paola einen drauf und probiert auch ihr zweites Hochzeitskleid an, das sie damals auf Sizilien trägt. Schatz, ich passe rein! Du siehst aus wie eine flauschige Schnecke. Oh mein Gott! Auch 2 Schwangerschaften später macht Paola noch eine Hammerfigur in den hautengen Kleidern. Jetzt stellen sich sicher viele Fans die Frage, wie macht sie das nur? Ein halbes Jahr nach Leonardos Geburt verrät Paola im Promiflash-Interview, sie lässt die ungewollten Kilos neben einer gesunden Ernährung mit viel Sport purzeln. Ich habe einen Fitnessplan, macht nicht immer Spaß. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Sport ist Mord. Unterstütze ich auf jeden Fall. Ich quäle mich da wirklich durch. Man braucht ein bisschen Zeit, bis es Spaß macht, das stimmt. Ein paar Monate später plaudert Promiflash wieder mit Paola über ihren After-Baby-Buddy. Von ihrer ersten Schwangerschaft ist hier schon nichts mehr zu sehen. Die Powerfrau stellt klar: Ich will auch nicht viel noch weiter abnehmen, ich will einfach nur fit bleiben. Ich finde, wenn man ein Kind hat, ist es ganz gut, fit zu sein, vor allen Dingen jetzt, wo er anfängt zu laufen. Da muss man auch ordentlich hinterher. Ja, aber ich habe mein Ziel erreicht und ich habe es halt auf gesundem Maße für mich gemacht und das kann ich jeder Mama da draußen auch empfehlen. Und vor allen Dingen sollte man sich bitte, bitte nicht fertig machen lassen von irgendwelchen anderen Frauen. Aber ich finde, man sollte sich da keinen Stress machen, dem Körper Zeit lassen und immer die Entscheidung für sich treffen, ja. Die gleiche Einstellung behält Paola auch nach ihrer zweiten Schwangerschaft bei. Sie macht sich zwar keinen Stress, aber kommt am Ende dennoch ans Ziel. Und ganz eindeutig ist Paola mit ihrem heutigen Body mehr als happy.